Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer ungewöhnlichen Folge Nummer 56. Und ihr seht schon im Hintergrund, der Fight läuft schon gegen die drei Urahnen hier oben auf dem Berg. Ihr seht also, ich habe mich hier also schon well prepared. Und ich brauche mich gar nicht so beeilen, denn der Kampf dauert ein bisschen hier. Das ist also hier, warum erstmal nehme ich das Ganze mehr oder weniger nebenbei auf. Ich habe mir nämlich gedacht, da ich etwas kränklich war und meine Freundin auch etwas kränklich war und ich nicht gerne rede, wenn sie dabei ist, ich starte schon mal ein Run auf die Urahn und teste einfach mal aus, wie schwer es sein wird. Hab mir hier also, deswegen habe ich das Ganze also ohne Kommentar nebenbei so einfach Fraps angeworfen und dann nebenbei aufgezeichnet. Ein bisschen zurechtgeschnibbelt und da sind wir jetzt also. Und ja, wir kämpfen also gegen Marok, der Wächter, Talik, der Verteidiger und Korlik, der Beschützer. Und die können also zwei random Affixe haben. Und das hier ist wirklich also mein erster Versuch, hoch und heilig versprochen. Beziehungsweise das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Das ist also mein erster One hier auf die Urahn. Und am Rande sei erwähnt, dass die also nicht so wie, so wie von mir also angesprochen, nicht nur nicht ein komplettes Level geben, wenn man sie besiegt, sondern auf Hölle also nur in Anführungsstrichen, ja, 40 Millionen XP geben. Ihr seht also, der hat auf jeden Fall Blitzverzauberung. Einer von denen hat auch Mana-Verbrennung. Und das hier ist wie gesagt der zweite Versuch und ihr habt es gerade gesehen. Die blöden Getränke verschwinden. Damit habe ich nämlich gar nicht gerechnet, dass sie nämlich nach einer Zeit diese Items da unten einfach weg sind. Und ich habe die halt so nacheinander immer hier so ganz gemütlich hierher getragen und naja, mal gucken, wo uns das noch hinführen wird. Genau, also 40 Millionen XP geben die im Höllenmodus, 20 Millionen auf Albtraum und 1,4 Millionen auf Normal. Voraussetzung ist, dass man also Mindestlevel 60 hat, wobei ich glaube, wenn man hier also mit Level 60 hingeht, alleine, keine Chance gegen die Guten. Und das ist eigentlich der zweite Versuch. Ja, den ersten habe ich sofort abgebrochen, weil einer von denen das Affix verflucht hatte. Und man muss also hier immer sehr, sehr viel kiten, die also versuchen, dass man immer erstmal sich auf einen konzentriert. Das wird ist meistens hier der Fernkämpfer. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden der Fernkämpfer eigentlich ist. Ach hier, Marok. Marok ist also der Fernkämpfer. Den sollte man irgendwie versuchen, als erstes ja, kaputt zu machen. Und wir sehen auch, dass mein Begleiter also dabei ist. Und der ist ja sehr, sehr wichtig. Ja, weil er immer wieder auch das ja, Feuer auf sich zieht und die Aufmerksamkeit der Urahn auf sich zieht. Und dem habe ich die Krone der Diebe, ich glaube so hieß sie, quasi übergeholfen. Mit, ich glaube, irgendwas in die 350 Verteidigungs- oder Rüstungsbonus. Und, was noch viel wichtiger ist, 10% Life Leech. Also 10% pro Treffer. Und das macht sich echt bemerkbar bei ihm. Also der hält hier echt gut Stand. Und, ich laufe hier halt so immer im Kreis rum. Ihr seht es selber. Ich weiß gar nicht. Irgendwo, ach ja, da hat mich meine Freundin immer so ein bisschen, ja, möchte mal sagen, mehr oder weniger mal gestört hierbei. Das wollte ich eigentlich rausschneiden, habe ich jetzt nicht gemacht, macht nichts. Ja, und so lang und so geht das Spielchen hier halt. Und ich hatte ja schon die Befürchtung, dass das hier so die letzte Folge wird, aber es läuft ganz gut. Ja, auf Albtraum waren die definitiv schwieriger zu handeln. Wir sehen auch, also er heilt sich relativ schnell hoch. Hier habe ich ihm noch schnell einen Zaubertrank übergeholfen. Und ich weiß gar nicht, was hat denn der jetzt für Affixe da? Man sieht's nichts. Man sieht nichts. Genau, und ja, wir wissen ja schon, also Baal ist hier also schon durchgestratzt, ohne die Urahn besiegen zu müssen. Wir sind schon ziemlich heftig, aber wir sind halt auch schon Level 86, nicht? Und das macht sich definitiv bemerkbar. Und den ersten, den haben wir gleich, den Marok. Ja. Und mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Zu dem ganzen Tovabu. Jetzt ist er weg. Der hat auf jeden Fall Blitzverzauberung. Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst.
Er wirft halt, er hatte diesen komischen Axtwurf. Ja, der macht jetzt nicht wirklich viel. Ja, ach genau, das war derjenige mit Mana-Verbrennung. Ich habe mir ja auch immer schwer getan, überhaupt erstmal wieder hierher zu kommen. Weil auf dem Weg der Uran doch immer sehr, sehr viele... sehr, sehr viele Elite-Packs warten. Und wenn die eine blöde Affix-Kombination haben, dann segnet man auch sehr, sehr schnell, auch wenn man nur durchrennen will, sehr, sehr schnell das Zeitliche. Kleiner Tipp am Rande, man sollte sich hier also nicht zu viel Zeit lassen mit den Uranen. Die haben jetzt auch ein paar doofe Affixe. Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall der Wirbler, der immer so hin und her, der andere, der springt ja immer. Er hat also den Sprungangriff, Mardok mit seinen Fernkampfen. Aber der Wirbler, der hat, glaube ich, einen ganz, ganz gemeinen Affix, der uns sehr, sehr viel Damage reinhaut. Da seht das. Also klack, klack, klack. Gleich wieder unten. Aber wie gesagt, die Getränke liegen eigentlich noch. Und da liegen dummerweise auch meine, ja, kostbaren Regenerationstränke. So viel sei schon mal vorweggenommen. Die hätte ich da nicht so unbeaufsichtigt liegen lassen sollen. Und jetzt fall schon um. Ja, Mardok wehrt sich noch ein bisschen. Ich bin überladen. Aber den sollten wir gleich haben. Also wenn ihr hier seid mit Level 86, ich habe ja größtenteils halt Exceptional Items an, bis auf die Balrog-Rüstung. Das ist ja ein Elite-Unique-Item. Und auch die Waffen sind jetzt nicht besonders toll, also da gibt es definitiv bessere. Aber ja, wie gesagt, der Lootgott war uns zumindest waffentechnisch nicht so hold. Ja, jetzt ist er weg, da seht ihr es. Und ihr seht auch, wir kriegen extrem viel Damage von dem Wirbler. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach ja, blöderweise ist mein Begleiter jetzt hops gegangen, auch schon vor einer ganzen Weile. Also Talik ist der springt. Talik, ist es der springt? Ja. Nee, Korlik ist der springt, der andere ist Talik. Ja, und ich habe hier also überall halt diese ganzen Getränke. Also den Trick muss man machen, ansonsten hat man hier keine Chance. Jetzt hat mich meine Freundin, glaube ich, mal wieder unterbrochen. Ja, und ich war total angespannt und jawohl, jetzt hast du es geschafft und immer wieder quatschte die nette Dame dazwischen. Genau, er hat Blitzverzauberung, also der Springer, Korlik, hat Blitzverzauberung und was hat er noch? Muss mich mal vorbeugen hier. Noch der Gutste. Ich bin überladen. Mal kurz mal kratzen hier. Da, na, was hat er noch? Was hat er noch? Bildschirm ist so klein hier. Na, wir haben immer noch genügend Getränke eigentlich hier. Ah, ich sehe es jetzt nicht. Sorry, Jungs. Es ist zu klein hier. Vielleicht kann ich das ja auch mal größer stellen hier. Bei mir in der Ansicht. Ja, keine Ahnung, wie ich will. Ja, ich will es jetzt auch nicht nochmal aufnehmen. Korlik, der hat auf jeden Fall Blitzverzauberung und... Na, ihr seht es ja selber. Sind wir ja drauf. Und ihr seht also, es läuft sehr, sehr gut. Es läuft sehr, sehr gut und wir haben die Kumpanen also fast. Und jetzt haben wir ihn einzeln. Jetzt haben wir Korlik hier einzeln und können ihn also ordentlich eins auf die Mütze geben. Ah, der hat auch einen ganz schönen Ruf. Es geht aber, es hält sich in Grenzen. So, und jetzt haben wir also auch Korlik geschafft. Und, ich lächerlich. Bin schon völlig überschwänglich. Und freue mich schon, dass ich es endlich gepackt habe hier. Und das, wie gesagt, also eigentlich erst schon im zweiten Anlauf. Und der hat Blitzverzauberung und was hat er noch? Steinhaut hat er. Steinhaut, genau. Und Steinhaut ist doof. Und jetzt seht ihr also, dass alle Heiltränke weg sind. Und der uns ordentlich Beef gibt hier, Blitzschaden. Ich habe auch übrigens gelesen, dass man bei den Resistenzen... Und jetzt wundere ich mich. Scheiße, keine Heiltränke mehr. Ich habe also nur noch die ich bei mir trage. Und ich habe also auch gelesen, dass man sich hier vor allen Dingen auf Feuerwiderstand und... Ja, dann nochmal ein verzweifelter Blick ins Inventar. Also, dass man Feuer- und Blitzwiderstand vor allen Dingen hochpushen sollte. Kälte und Gift ist gar nicht so wichtig. Braucht man natürlich auch.
schon allein, der sollte definitiv nicht negativ sein, aber vor allen Dingen auf die anderen beiden Affixe sollte man also setzen. Auf die anderen beiden Resistenzen sollte man setzen, weil die halt am meisten Damage geben. Da hab ich mich also auch noch ein bisschen belesen und jetzt bin ich ganz verzweifelt hier. Und gehe nochmal in den Pausenmodus, als ob das die Heiltränke zurückbringen würde. Und da stehen halt schon zwei goldene und, und Heulflen. Und man darf den Berg, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, also definitiv nicht verlassen. Sobald man den Berg verlässt, ich habe es also auch ausprobiert, wird das nichts mehr. Ja, und jetzt erkenne ich so langsam, das wird wohl nichts. Ja. Keine Tränke mehr. Ja. Bin total verzweifelt und weiß, dass es eigentlich hoffnungslos ist, weil wir einfach aufgrund dessen, dass er halt Steinhaut hat, einfach nicht genug Damage machen. Aber jetzt habe ich ihn sogar mal betäubt. Das passiert ja relativ selten gegen Endbosse oder gegen Zwischenbosse. Ja, und sehe jetzt, also ich sehe halt auch ein, dass es einfach keinen Sinn mehr hat. Ich versuche ihn jetzt hier noch ein bisschen zu bebrüllen, aber ja, wir machen wie gesagt einfach zu wenig Damage gegen Talik. Wenn jetzt also noch mein Begleiter da gewesen wäre, hätte ich es vielleicht noch irgendwie packen können. Aber so ist die Situation einfach aussichtslos. Ja, und habe mich dann halt auch einfach töten lassen. Und das hier ist der zweite One, den habe ich gerade eben gemacht. Es sind ein paar Tage vergangen. Und die haben richtig geile Affixe. Die haben nämlich Mana-Verbrennung, der eine, der andere auch. Und Teleportation, ja, das bringt halt nichts. Ja? Ich kann nicht. Der eine hat, glaube ich, so, hat er eine Aura? Der hat hier nämlich auch Mana-Verbrennung. Und er ist extra stark, was man aber nicht so wirklich merkt. Aber wie gesagt, Steinhaut oder immun gegen Körperschäden, haben wir gesehen, wäre jetzt nicht so gut. Und ich habe einen anderen Trick benutzt. Und zwar, beim letzten Mal habe ich nämlich diese Heiltränke hier einzeln hochgebracht. Deswegen sind die auch so nacheinander verschwunden. Und hier habe ich also mein Inventar auf dem Gipfel leergeräumt und dann alles einmal vollgepackt mit Heiltränken, sowohl den Horadrim-Würfel als auch mein Inventar. Und habe dann hier einfach hier auf zwei Ebenen das einfach alles verteilt. Sodass die also, sodass ich mehr Zeit habe, gegen diese Urahn zu kämpfen. Weil dieser Timer läuft halt so ein imaginärer Timer mehr oder weniger im Hintergrund, der halt so mitläuft. No. Und wir haben hier also schon Korlek relativ gut im Griff. Er ist schon zur Hälfte weg. Ich kann nicht noch mehr tragen. Und Madok, der ist auch fast tot. Und was viel wichtiger ist, mein Talisch lebt noch. Und ich kann sogar fast, weil die halt so scheiß Affixe haben, oder für uns natürlich gute Affixe haben, ich kann fast sogar gegen alle drei parallel kämpfen. Der eine scheint aber noch irgendwie so eine Aura zu haben. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Aura, aber die macht jetzt halt nicht wirklich viel. Also der eine ist magieresistent. Ja, Madok ist... Ja, das macht uns aber nichts. Weil wir ja hier nicht mit Amok spielen. Also ohne Magieschaden quasi spielen. Und es läuft hier also super. Ja, also darauf muss man halt warten. Dann braucht man halt auch ein bisschen Glück. Denn sobald dort einer in irgendeiner Form verflucht hat, als Affix, hat man also keine Chance. Da muss man halt sagen, ist nix. Und ich habe auch nur noch zwei Regenerationstränke. Die werde ich aber, das sei an dieser Stelle schon verraten, überhaupt gar nicht brauchen. Ja, und ja, so geht das hier alles vonstatten. Und ja, wir sind einfach super drauf und packen das hier und ich bin echt froh, weil ich hatte echt schon die Befürchtung, weil ich halt noch vom Albtraummodus her kannte, wie schwer die zu besiegen sind. Wir sind jetzt also drauf und dran, jetzt hier also den Gipfel zu stürmen und dann kommen wir als nächstes in den Weltensteinturm. Das ist ja der komplette Weltensteinturm, die ersten beiden Ebenen und dann halt die entsprechende, der Thronsaal, sind halt Level 87 Gebiete. Und das Let's Play ist noch nicht beendet. Das heißt also, wir werden es hier also bis zum letzten entscheidenden Kampf durchzocken können.
Sei an dieser Stelle schon mal verraten, denn ja, das, ich kann nicht, also das ist mit unserem Equip locker zu schaffen. Da ist auch schon der erste Down. Und ja. Ja, an dieser Stelle nochmal einen kleinen Exkurs. Also gestern hat ja Bayern gegen Atletico Madrid gespielt. Und also, ich muss ja sagen, also ich mag ja Bayern nicht, ich bin ja überhaupt gar kein Bayern-Fan. Wer von euch Fußball-Fan ist, oder kein Fußball-Fan ist, den wird das Geschwafel jetzt nicht interessieren, sei es drum. Jetzt haben wir Kolik auch gleich geschafft. Aber das ist, war schon, also ich gucke mir mehr wenig Live-Spiele an, aber gerade so eine Rückspiele, K.O.-Spiele sind einfach hammergeil. Und Bayern hätte es eigentlich verdient gehabt, war halt nur einmal unaufmerksam. Ein Konter, wirklich ein gefährlicher Konter und der war halt gleich drinne. So läuft es halt manchmal im Fußball. So, und jetzt können wir hier auch ganz ungeniert gegen Talik kämpfen. Was hat der eigentlich für Affixe? Ach, der, genau, der hat auch Teleportation, also völlig useless. Und, ja, Mana-Verbrennung. Super. Und jetzt haben wir also auch gleich Talik besiegt und dann können wir auch in den nächsten Folgen also den Weltsteinturm erkunden und das ganze Let's Play hier auch würdig zu Ende bringen, und die ganze Zeit war jetzt nicht umsonst investiert. Ja, an dieser Stelle, ja, bedanke ich mich ganz artig fürs Zusehen. Das war also der Kampf gegen die Urahn, ein bisschen nachkommentiert. Und ja, ihr könnt euch jetzt anhören, was die lieben Urahn zu sagen haben. Vielen Dank. Ciao. Falls ihr euch erschlagen wollt, könnte dies das Ende der